So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Anno 2070 Complete Edition. Und wir machen hier mal weiter, wo wir es letztes Mal aufgehört haben. Ich habe ja, weil ich gerade wegen Weihnachten, über die Weihnachtszeit, habe ich halt pre-recorded, ganz schön viel sogar. Ich glaube, das waren 4 oder 5 Folgen, die ich schon im Voraus aufgenommen habe. Und daher weiß ich nicht mehr so ganz, was hier abgeht. Ist schon eine ganze Weile her. Aber das passt schon, denke ich mal. Ja, genau. Momentan. Okay. Übernehmen Sie Mr. Strindbergs Urananlagen. Uranmine 1 von 3. Ah, okay. Ich weiß, was ich machen muss. Da war ich mir das letzte Mal ja, glaube ich, unschlüssig. Wie zur Hölle ich oder was ich hier zur Hölle tun soll. Und ich glaube, ich brauche mehr Tycoon-Ingenieure. Damit ich 1200 Tycoon-Ingenieure brauche ich, glaube ich. Damit ich es nämlich schaffe, oder 250 Anno, Tycoon-Ingenieure. Produktion Damit ich erstellt. hier weitere Minen hinbauen kann. Ich bin bei Minusgeld. I don't like. Das geht da schon wieder Warnung, ab. Gesundheitszustand der Bevölkerung Oh kritisch. oh. Oh oh Achtung, Epidemiewarnung. Gesundheitszustand der Bevölkerung kritisch. oh. Ja. Ausbau der Gesundheitsversorgung empfohlen. Ja, wenn ich wüsste, wo da. Ah, da. Okay. Ja, ist schon klar, Digga. Wow. Muss ich schon wieder hier was abreißen? Ach man, ich dreh durch. Nur um ein scheiß Krankenhaus dahin zu bauen, Alter. Registriere Energieknappheit. Energieknappheit. Ja, Energieknappheit ist mein geringstes Problem, Alter. Aber es war nur hier, ne? Okay. Ja, cool. Ich habe leider keinen wirklichen Ort mehr, wo ich eine scheiß Windturbine bauen kann. Wo es irgendwas bringt. Weil ich glaube, das bringt momentan keinen Strom. Weil das reduziert das hier auch, oder? Du läufst jetzt mit 7, das andere mit 8. Das bringt nichts. Es bringt keinen Strom mehr. Das ist doch Kacke, Alter. Kann mir auch keiner erzählen, dass das Spaß macht. Okay. Na, come on. Kann mir jetzt auch keiner erzählen, dass das hier nirgendwo hingeht. Verdammter Schissdrack. Mann. Ich dreh durch, Alter. Okay. Aber rein theoretisch muss hier jetzt nicht zwingend eine Straße sein, oder? Ich kann das gleich umlegen, die Straße. Das ist kein Ding. Ich muss jetzt aber erstmal ein Blockheizkraftwerk hier hinsetzen. Kann ich ja immerhin so außenrum bauen. Das passt schon irgendwie. Aber die sind teuer, die Dinger. Aber immerhin Nicht habe ich jetzt jetzt. wieder Saft. Ich bin in Und einer zwar gut dringenden Saft. Angelegenheit unterwegs. Frage, wenn ich genug Strom habe, kann ich dann so Sachen wie hier abreißen? Weil die kosten ja mega viel Unterhalt. Und ich gewinne sogar Strom dadurch. What the hell? Na gut. Jetzt habe ich mehr Strom und weniger Kosten. Alles klar. Das ist meine Logik. Okay. Das hier ist auch mega unnötig. What the hell? Wow, jetzt habe ich 35 Strom. Wie kommt das denn? Das deckt auf jeden Fall alles ab, das passt schon. Ja, jetzt habe ich schon wieder minus 58. Ich kann mal hier gucken, eben wenn ich hier eine Windkraftwerk, wie oft hier doppelt gebaut wurde, okay. Hier ist doppelt. Doppelt bringt im Zweifel zwei weniger Strom.
Ah, okay. Doch nicht ganz, aber ich habe hier momentan noch genug Strom und ich muss meine Ausgaben senken, weil, ja. Das hat sogar wirklich noch Strom gebracht hier. Also so schlimm war es hier dann doch nicht. Und dann baue ich lieber ein Blockheizkraftwerk, sobald mir Saft ausgeht. Okay. Das ist eigentlich auch noch zu viel, wa? Oder? Ja, jetzt habe ich wieder mehr Strom und bin fast im positiven Bereich. Also minus 23 ist gerade so verkraftbar. Allerdings weiß ich noch nicht, wie ich das schaffe, mehr Tycoon-Leute zu kriegen. Doch, okay. So, und die brauchen halt Glas, glaube ich, oder? Was braucht ihr zum Ausbauen? Glas und Beton oder so? Ich weiß es nicht. Okay, können aufsteigen, nice. Aber sagt mir jetzt nicht, dass ihr dafür Stahl braucht oder so. Produziere ich überhaupt schon Stahl, Alter? Ich weiß gar nichts mehr. Okay. Mal gucken, was ich hier so auf Warnung. Lage habe. Seuchengefahr eingedämmt. Ah, okay. Alles klar, ich habe hier ein bisschen Stahl. Wo ist denn ein Schiff? Komm du mal her, Schiffi. 20 Stahl. Das reicht mir schon. Und zwar fahr du mal rüber und bring dir mal Stahl. Ich glaube, die brauchen Stahl zum Aufsteigen. Ich bin mir nicht sicher. Das könnte natürlich auch Glas sein. Ich weiß auch, wieso der ganze Quatsch bei mir hier so teuer ist momentan. 20 Glas bringe ich auch mal vorbei. Könnte auch sein, dass sie Beton brauchen zum Aufsteigen. Das weiß ich halt nicht. Ich bringe halt mal alles vorbei, was sie brauchen könnten. Weil ich habe ja sowieso genug. Aber sieht so aus, als bräuchten die... okay, Werkzeug, glaube ich. Könnte auch ein Problem sein, weil ohne Werkzeug nicht los, wa? Habe ich hier genug Werkzeug? Ja. Sigi, habe ich hier genug Werkzeug. Du kannst rein theoretisch auch nochmal 20 Werkzeug mitnehmen und rüberbringen. Weil ich weiß halt nicht, was die genau zum Aufsteigen brauchen. Das ist so momentan mein Problem einfach. Okay. Scheint so, als würden die Werkzeug benutzen. Auch. Unter anderem. Glaube ich. Je nachdem, ich glaube, für den ersten Aufstieg und zweiten Aufstieg brauchen die auch unterschiedliche Sachen. Natürlich, ne? Also, ich bin jetzt bei 100, minus 193. Aber vielleicht schaffe ich es noch, dass Leute aufsteigen. Allerdings ist diese verkackte Insel voll. Oh Gott, oh Gott. Diese Mission ist echt nicht einfach. Ach ja, genau, das hier ist meine Obstplantage. Ja, hallo. Ja, was soll ich jetzt machen? Uranminen. Okay. Das ist schön. Ja. Okay, alle Kräfte. Ja, okay. Übernehmen Sie anstelle von Mr. Strindberg den Globus Thrust. So. Ah, okay. Das ist schon gemacht und ich muss jetzt hier die Armada. Dafür brauche ich Uranminen. Und drei Kolosse noch. Mal gucken, ob ich es schaffe, irgendwie einen Koloss zu bauen. Dafür fehlen mir die Kanonen, die Uran benötigen. Genau. Ich habe jetzt natürlich hier oben so ein bisschen. Was fehlt euch allen denn? Uran fehlt oder was? Ach, weil der Kohlemine ist. Yeah, das ist mir egal. Hier ist doch die Uranmine, oder? Ach, die produziert einfach nicht schnell genug, wa? Okay.
Also die produziert ganz normale Munition. Lol, ich habe eine Betonfabrik, mir fehlt nur Kalkstein. Hat diese Insel ein Kalksteinvorkommen? Das würde ich halt gerne mal checken. Sand. Minenbauplätze. Nein, Kalksteinvorkommen hat es nicht. Aber Sand. Das heißt, und hier ist noch ein freier Platz. Das heißt, was ich hier machen könnte, wäre einfach mal hier einen Sandextraktor hinbauen. Ganz sneaky. Ich weiß, ich baue jetzt eine teure Straße, bla bla. Ist mir auch egal. Und da hier sowieso kein Kalk ist, müsste sich hier ja langsam Sand ansammeln, richtig? Genau. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel mal sagen, ich packe in das Schiff hier den ganzen Sand und fahre den mal hier runter. Das mache ich halt in Zukunft dann manuell. Aber wenn ich wieder Sand habe, müsste ich ja meine Betonfabrik, die ich irgendwo habe, wieder anknüppeln können. Genau. Da kommst du mit immerhin 51 Sand. Das finde ich gut. Go, go. So. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Sand. Das heißt, ich kann dich wieder hier hochschicken. Genau, ich habe hier zwei Sandextraktoren. Die müssten hier ordentlich Sand rausballern. Also. Und hier werden Brennstäbe gebaut, aber keine schweren Waffen. Brennstäbe brauche ich ja nicht mal. Gott. Nein. So, warte mal. Was brauche ich hierfür? 1200 Tycoon-Ingenieure brauche ich sowieso. Aber dann sollen die mal aufhören, Brennstäbe herzustellen, oder? Sprengstofffabrik ist cool. Schaufelradbagger ist auch cool. Aber wo ist denn die? Da ist schon ein Rüstungsbetrieb. Okay, der kriegt keinen Stahl. Dann kann ich dich mal pausieren, weil Brennstoffzellen brauche ich gar nicht. Munitionsfabrik kann ich auch mal pausieren. Wieso? Warte mal. Also hier ist eine Kohlemine. Hier ist ein freier Minenbauplatz, hier sind Schaufelradbagger. Und ist hier ein Eisenvorkommen? Kohle ist fast leer. Ja. Okay, weil da mache ich was ganz Simples. Zack, eine Eisenerzmine. So. Weil ich glaube, eine Eisenschmelze müsste ich hier irgendwo schon haben, oder? Betonfabrik? Anscheinend noch nicht. Okay, dann baue ich hier halt auch noch eine Eisenschmelze irgendwo hin. Und dann müsste ich nämlich rein theoretisch den Stahl herstellen können für den Rüstbetrieb. Weil das Einzige, was meinem Rüstbetrieb momentan fehlt, ist Stahl. Warnung. Produktion gestoppt. Was ist das eigentlich? Eine Kohlemine? Willst du mich verarschen? So. Okay, ich muss, glaube ich, noch eine Handelsroute etablieren hier oben. Spiel gespeichert. Danke. Genau, ich müsste einfach eine Handelsroute etablieren. Ich guck mal, ob ich noch ein freies Schiff habe. Neue Handelsroute zwischen. Neue Handelsroute. Oh, upsie. Nee, warte. Dich kann ich löschen. Dich nenne ich Sandstahlrohr. Sandstahlrohr. Und natürlich schön Enter drücken. Jetzt Stationen hinzufügen. Solaria. Und Stationen hinzufügen. Dorado. So, und zwar, du sollst in Solaria einladen. Stahlrohr. Und zwar, nee, ja, lass mal. So viel brauche ich dann doch nicht. War immer so halt.
20. Ein Solar. Hier, ausladen. Stahlrohr. Maximum. Hier, ausladen. Sand. Hier, einladen. Sand. So. Jetzt nur noch ein Schiff finden. Albatros ist ein Kommandoschiff. Hovercraft, das ist scheiße. Habe ich noch einen. Das ist eine Viper. Die Viper werde ich bestimmt nicht darauf zufügen. Dann benutze ich halt momentan einfach einen. Oder? Das passt schon. Richtig. Das heißt aber, wenn ich hier schon Stahlrohr immer hinbringe, dann brauche ich die ganze Stahlrohrproduktion hier nicht, ne? Das sollte mir eigentlich auch wieder Kohle sparen, ein bisschen. Die normale Munitionsfabrik brauche ich auch nicht zwingend. Beton brauche ich hier eigentlich auch nicht, wa? Ne, kann ich eigentlich abreißen hier. Genau wie das. Das spart mir schon wieder Geld. Und was bist du? Ah, die brauche ich. Und eine Brennelementefabrik brauche ich eigentlich auch nicht zwingend. Wichtigste ist, dass hier mein Rüstbetrieb mal in Gang kommt. Ja, mit minus 19 kann ich leben. Momentan. Dafür zahlen die Ecos halt mega viel, ne? Gerade. Sind, glaube ich, echt unhappy, aber was soll ich machen? Gut. Ich brauche halt die ganzen Inseln hier als Farminsel und das kotzt mich an. Aber warte mal. Beweisen Sie, dass mein Vertrauen in Sie gerechtfertigt ist. Ja, genau. Ich muss 3 Uranminen. Und Uranminen brauche ich noch. Boah. Das ist halt das Problem. Ah, hier hinten. Okay, ich habe noch Platz gesehen. Erstmal Tycoons. Baue ich hier noch ein Tycoon-Stadtzentrum hin? Ich weiß, das ist vermutlich mega überflüssig, aber ich brauche die Bevölkerung halt. Gott. Nein. Nicht da, du Dummerchen. So. Das heißt, ich werde jetzt mal ein bisschen meine Tycoons pushen müssen. Also meine Anzahl der Tycoons. Energieknappheit. Ja, dann registrier du mal. Oh, okay, wo? Nicht hier. Hier? Nee, hier habe ich genug Strom, Alter. 43 Energie. Ah, langsam kommt die erste Munition. Das finde ich gut. Hier ist genug Energie. Hier habe ich 10 Energie. 35. 4. Minus 3. Hier, Helios ist Energieknappheit. Okay. Ja, das lässt sich ja relativ schnell beheben. Ne, warte, ich brauche ein normales Windrad. Zack. So, jetzt keine Energieknappheit mehr. Cool. Aber ja, genau, ich war jetzt hier am Bauen. Weil, wie gesagt, ich brauche ein bisschen Tycoon-Bevölkerung. Ich weiß, dadurch... Oh, okay. Was fehlt denn? Bauzellen? Krass. Okay, Kollege. Du musst mal eben Bauzellen sammeln gehen, wa? Cool. Also Seuchengefahr ist beseitigt. Okay. Du kannst mal mitnehmen. Nicht Beton? Ah, hier. Bauzellen. Ja, hau mal voll die Karre. Das passt schon. Ich meine, ich habe so viel scheiß Bauzellen. Die brauche ich im Leben nicht, weil ich baue ja fast gar nichts mehr. Also, habe ich ja jetzt echt kein Problem mit. Damit das halt die Bauzellen, ne? Ich meine, und? Soll mir ja egal sein, Alter. Ja,
Ich baue ja keine Bauzellen. Okay. Okay, du hast nicht so viel Lagerkapazität. Ich habe mal mehr, deutlich mehr gebracht als die ganze Lagerkapazität der Insel. Das passt schon. Straße. Ach komm, weil ich es kann, baue ich halt einfach da auch noch eine Straße hin. Aber auch nur, weil ich es kann. So. Ich muss halt versuchen, alles zu maximieren. Da geht überall nicht. Das ist doch scheiße, Mann. Na gut. So. Ihr müsstet ja eigentlich alle aufsteigen können, außer... Ja, klar. War ja sowas von klar, Alter. Könnte ich das rein theoretisch hier hinpacken? Ich habe übrigens rausgefunden, Leute, wie man Gebäude dreht. Ja, könnte ich. Also, nee. Aber hier. Hier müsste es gehen. Das heißt... Energieversorgung mangelhaft. Ja, ist klar. So, Energieversorgung mangelhaft. Das heißt aber, dadurch, dass ich das Ding gerade abgerissen habe, müsste ich ja in der Lage sein, hier irgendwo ein neues hinzubauen, oder? Och, come on. Ja, das passt schon. So, jetzt habe ich keine Energieversorgung mangelhaft mehr, oder? What the hell? Immer noch? Okay. Baue ich es halt hier hin. Das müsste jetzt reichen an Energie. Okay. Nur damit ich hier schon mal vorgesorgt habe. Aber hier unten, ihr müsst... Auch, dass wir es hier gut getroffen haben. Ja, auf jeden Fall. Ich muss jetzt noch mal eben in den Baumodus. Und dann kann ich noch mal eben schauen... was mir hierzu noch fehlt. 250 Tycoon-Ingenieure. Ihr seid Angestellte. Also steigen momentan Arbeiter zu Angestellten. Und demnächst müssten dann auch Angestellte zu Ingenieuren aufsteigen können. Außer die brauchen Beton. Ich kann nicht glauben, dass ich die Beförderung gekriegt habe. Ja, danke, danke. Ich kann es auch nicht glauben, dass ihr... Hier, aber guck mal. Ich bin wieder im positiven Geld. Yes. Positives Money. Positives Money ist gutes Money. Okay. Come on, come on, come on, come on. Ach ja. 20. So, und dann kannst du nochmal mitnehmen. Ich weiß, das ist teuer, aber ich brauche es einfach mal. Komm. Bring das mal darüber. Weil ich will jetzt mal wissen... ob ich das jetzt schaffen kann, die Tycoon-Ingenieure. Ah, siehst du, die brauchen, jetzt sehe ich, was die brauchen zum Aufsteigen. 3 Beton, okay. Das heißt, jetzt müssten auf jeden Fall welche aufsteigen. 29 können aufsteigen, also die 250 sollte ich schaffen, denke ich. Aha. Oder? Ich lasse das erstmal bei dem Beton, den ich hier habe, und beschleunige es mal ein bisschen. Ich sollte doch jetzt eigentlich Beton da haben, oder? Wow. Okay, ich warte halt jetzt einfach mal, bis alle aufgestiegen sind. Einfach jetzt mal im Turbo-Modus. Damit ich mal... Ah, there we go. Die ersten steigen auf. 200, 225. Du müsst am Beton reichen. Ja, 250, das passt schon. Gebäudeauswahl vergrößert. Oh, danke Gott. So, hopp, hopp.
Was brauchst ihr dafür? 8 Beton, 2 Stahl. Also 16 Beton, 4 Stahl muss ich einmal herbringen. Ja, kein Ding. So. Wow, du hast einen Slot. Finde ich ja super. So. 16 Beton, 4 Stahl. Ja, go, go. Also 20 Beton und einmal Stahl. Stahl ist hier. Ach komm. Und go, go. Ich muss einmal gucken, ob die Bedürfnisse aller Bewohner endlich mal abgedeckt sind. Ja. Wieder das Essen mit Pasta-Gerichten. Das Problem. Das ist mir schon bewusst. Vielleicht kann ich euch ein bisschen runtertunen, damit ihr happier werdet. Ich weiß es nicht. Nope. Alter Vater. Okay. Nope. Also das kann ich nicht machen. Das ist zu viel Geld, was ich da verliere. Kein Wunder, dass alle hierher ziehen wollen, wenn unsere schöne Stadt dauernd im Fernsehen gezeigt wird. Ja, ich weiß. Andauernd im Fernsehen, Digga. Wow. Krass. Okay. Also, momentan sieht's ganz cool aus. Du bist da? Nee, du bist nicht da. Du bist das. Nee, bist du auch nicht. What the fuck? Okay. Wo ist mein... Guten Tag. Schiff, wo habe ich dich denn hingeschickt? Da. Na siehste. Kann ich nämlich jetzt hier 1 und Produktion gestartet. Abbau von nein. Uran angelaufen. Oh, thank God. Okay, ich brauche 3 Kolossus, ne? Achtung, Okay. Produktionsstillstand. Oh, ja, ich weiß. So, hier geht's jetzt ab. Wie viel schwere Munition ist denn hier schon? 24. Scan abgeschlossen. Keine feindlichen Flugeinheiten im Sektor geortet. Ah, was ich jetzt machen kann, ist nämlich hier. Scan abgeschlossen. Keine feindlichen Solaria. U-Boote im Sektor geortet. Sektor kann ich. Solaria kann ich Ich ausladen. registriere Aktivitäten auf Ihrem Stützpunkt. Taktische Einladen. Vorkehrungsmaßnahmen. Ich werde herausfinden, was Sie planen. Das ist schön, Vater. Das freut mich. Aber du kannst mich mal. Genau, du müsstest jetzt. Ah, sehr gut. Ich baue hier einfach die Kontore mal aus. Nur aus dem Grund, damit ich mehr lagern kann, damit die Quatschhanse hier nicht immer alles mit zurücknehmen müssen. Klar, okay, das kostet auch Ressourcen, ist mir bewusst, aber. Come on. Sehr gut. Ich habe gleich meine ersten schweren Waffen. Kolossus braucht 15 und du müsstest gleich 25 ausladen. Na, komm mal. Spiel gespeichert. Spiel gespeichert. Oh, der erste Kolossus geht in Auftrag. Das ist so schön. Und weil ich es kann, hau ich noch eine Viper raus. Oder zwei. So. Ein Kolossus, zwei Viper noch. Das ist so schön. Das hier ist meine Eco-Flotte. Und das hier wird dann meine. Tycoon-Flotte. Aber wie es mit den Flotten weitergeht, werdet ihr dann gleich in der nächsten Folge sehen. Ich mache jetzt sofort Schluss. Ich gucke nur, dass. Ja, so momentan. Ich helfe dir nur beim B- und Entladen, aber das dauert immer ein bisschen. Ich habe jetzt ja 3 Uranminen hier am Gang. Und 35 Stromüberschuss. Kann ich nicht irgendwie den Strom einladen, Alter?
Egal, wo auf 4 schon wieder, okay. Das läuft ganz gut. Auf jeden Fall. Dann ist der erste Kolossus in der nächsten Folge fertig. Und damit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.